أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. وإن كان كافرا أو منافقا، wenn er aber ein Kafir oder ein Munafiq ist, das heißt ein Ungläubiger oder ein Heuchler ist. يقول له, so wird zu ihm gesagt werden, ما تقول في هذا الرجل, was sagst du über diese Person? Wen haben wir gesagt, wer ist diese Person? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فيقول الملك لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. So wird zu diesem Kafir oder Munafiq gesagt, was sagst du über diesen Mann? So sagt er, ich weiß es nicht, ich habe nur die Leute, die Menschen etwas sagen, gehört und so habe ich dasselbe wie sie gesagt. Wie heute. Er schaut RTL 2 und Pro 7 und er liest die BZ und dann liest er, dass der Islam eine extremistische, terroristische Religion ist. Daraufhin nimmt er das an. Er sagt, so sagen die Leute. Dann wird er im Grab befragt, was diese Religion wirklich ist. Und er wird sagen, ich habe die Leute etwas sagen gehört, aber ich habe genau dasselbe wie sie gesagt. Das heißt, ich habe gar nicht dieser Sache recherchiert. Ich habe nicht den Leuten gefolgt, die wirklich Wissen haben, sondern ich habe mich einfach zufrieden gegeben mit dem, was ich gehört habe und so habe ich es ihnen nachgesagt. Wie die sogenannten Muslime heute, die wallahi üble Herzen haben, wenn du in bestimmten Ländern bist, im Libanon oder sonstiges, und sie sehen einen bärtigen Mann, der eine Jalabiya anhat, dann sagen sie sofort, der gehört zur ISIS. Sogenannte Muslime sagen das. Und ich möchte hier vielleicht nur eine Klammer auf und eine Klammer zumachen. Ihr solltet eine Sache verstehen, liebe Geschwister. Diese Leute, die das sagen, sind sowieso krank. Die waren vor ISIS krank und sind während ISIS krank und werden nach ISIS, wenn Allah sie nicht recht leitet, krank bleiben. Was meinen wir damit? Diese nicht rechtgeleiteten Personen, möge Allah sie recht leiten, das sind Leute, die suchen immer Ausreden, um nicht ihre Religion zu praktizieren. Wir fragen sie eine Frage. O ihr Supergelehrten, die ihr von den Kuffar eure Informationen nimmt, was hättet ihr vor 4 Jahren gesagt, wenn ihr einen Bärtigen mit Jalabiya gesehen hättet? Da gab es die ISIS noch nicht. Okay, dann hätten sie Al-Qaida gesagt. Dann sagen wir, dann drehen wir noch ein paar Jahre zurück, 20 Jahre zurück. Was hättet ihr damals über die Gläubigen gesagt? Sie wollen einfach nicht beten und Allah nicht rechtmäßig dienen. Deswegen suchen sie immer nach einer Ausrede. Möge Allah diese Leute richten. Das heißt, zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er mit dem Gebet gekommen ist, gab es da auch schon ISIS? War die Botschaft, dass er gesagt hat, die ISIS ist zu euch gekommen, jetzt müsst ihr die Religion praktizieren oder wir hacken euch die Köpfe ab? Jeder weiß, was die Wahrheit ist. Aber diese Leute haben was? Kranke Herzen. Und weil sie nicht praktizieren wollen, so finden sie eine Ausrede, um zu bestätigen, dass sie letztendlich nicht wirklich die Religion praktizieren wollen. Und das ist dieser Mann im Grab. So wird zu ihm gesagt werden, was sagst du über diesen Mann? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was sagt dieser Kafir oder Munafiq? Er sagt, la adri, sami'tu an-nasa yaquluna shay'a. Ich weiß nicht, ich habe die Leute nur etwas sagen gehört, so habe ich dasselbe gesagt. Dann wird zu ihm gesagt werden, la darait, wa la talait, wa la tadait. Du wusstest nicht Bescheid. Und du bist nicht denen gefolgt, die Bescheid wussten, noch warst du überhaupt rechtgeleitet. Heute ist der Tag der Strafe. Allahu Akbar. Was sagt uns das? Reicht das, dass wir einfach sagen, wir wussten von nichts? Antwort?
Hat Allah deswegen die Gesandten geschickt? Hat Allah deswegen die Bücher gelassen? Hat Allah Azzawajal deswegen immer eine Gruppe gelassen, die die Menschen zum Guten ruft, damit du danach sagst, ich wusste von nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß von nichts. Ich richte mich mal vorsichtshalber nach RTL 2 und Pro7. Bitte gib diese Antwort an diesem Tag, wo Allah Azzawajal dich gewaltig prüfen wird, o Diener Allahs.